Nach der Operation wollen wir die Patienten natürlich schnellstmöglich mobilisieren. Das Gelenk besteht ja nicht nur aus dem Knochen und den Gelenkpartnern, sondern auch aus Sehnen, Muskeln, Faszien. Und da ist es besonders wichtig, die zu trainieren, damit die das Gelenk stabilisieren. Die Physiotherapie ist generell immer wichtig. Vor einer Operation natürlich besonders wichtig, um die Strukturen, die das Gelenk umgeben, schon zu trainieren. Dadurch wird es generell kräftiger. Die Beweglichkeit nimmt nochmal zu, beziehungsweise wird auf einem guten Niveau gehalten. Und man geht generell besser vorbereitet in die Operation und kommt nachher auch besser aus der Operation wieder heraus und weiß schon, was nach der Operation dann auf einen zukommt. Nach der Operation wollen wir die Patienten natürlich schnellstmöglich mobilisieren. Das heißt, wir fangen an erstmal mit der Aufklärung, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen, aber auch was sie machen sollen. Dann geht es darum, den möglichst schnell aus dem Bett zu bekommen, an Unterarm-G-Stützen, am Rollator oder auch einem Gehwagen mit Unterarmauflage zu mobilisieren, dass die Patienten schnellstmöglich wirklich selbstständig werden und wieder ins normale Leben starten können.